Hallo? Ja? Dir gefällt, was du hier riechst, hm? Ein Sandwich. Ich würde eins nehmen. Okay. Oh, Geld? Ja, etwa so viel. Nimm das, okay? Ich hätte gerne ein Sandwich, bitte. Mit Vergnügen. Das wird das Beste, das du je gegessen hast. Du bekommst von mir extra viel Belag. Mit extra veganem Speck. Schau dir nur diese Schönheit an. Guten Appetit. Wow, das sieht wirklich toll aus. Danke. Huh? Was? Du bist plötzlich Hightech geworden. Roboter mögen Brote, oder? Wie cool. Langsam kommt hier wirklich Partystimmung auf. Und ich habe das alles selbst gemacht. Puh, ich hoffe, es gefällt Madison. Oh, ich muss noch die Geschenke einpacken. Und sieht doch super aus, oder? Vielen Dank. Oh, da ist sie ja schon. Wo soll ich das nur verstecken hier? Hier vielleicht? Happy Birthday! Jetzt bist du ein Jahr älter. Lass uns feiern. Woohoo! Oh nein, ihr Geschenk. Das sieht gar nicht gut aus. Und mein Geschenk? Mach die Augen zu, okay? Was mache ich denn jetzt nur? Ist da noch irgendwas zu retten? Ich hab's. Ich kann das in was Cooles verwandeln. Ich trage Heißkleber an der Basis des Quadrats auf. Dann lege ich ein Stück oben drauf und mache dasselbe nochmal. Dann klebe ich ein Stück an die Seite. So, und dann kommen noch ein paar Stücke in die Mitte. Ich sichere das Stäbchen mit etwas Kleber und dann kommt das hier oben drauf. Ich stelle alles oben drauf und füge noch weitere davon hinzu. Ich personalisiere es noch ein wenig und dann kommen die Süßigkeiten rein. Die hier mag Madison am liebsten. Sie wird das lieben. Das perfekte Geschenk. Und Augen auf! Ich wünsche dir einen süßen Geburtstag, Schatz. Soll das ein Scherz sein? Gummibärchen zuerst. Cool. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Das ist der beste Geburtstag aller Zeiten. Und etwas Schokolade. Das ist sowas von cool. Komm, ich helfe dir bei denen hier. Bist du bereit? Wow, alles meins. Etwas Süßes für meine Süße. Phew. Ich lasse es regnen. Das mache ich den ganzen Tag, Leute. Oh yeah, ich habe so viel Geld, Baby. Sieht aus, als müssten wir etwas aufräumen. Ich helfe dir, Kleines. Oh. Bitte, das reicht jetzt. Was? Niemand sagt mir, was ich tun soll. Ach, meine Güte, das reicht jetzt, Madison. Komm zurück, habe ich gesagt. Mach doch langsam. Ich bin echt zu alt für sowas. Oh, wie schade, dass du so alt bist. Womit habe ich das verdient? Moment, ich weiß, wie ich sie stoppen kann. Und ich brauche nur etwas Pappe. Ich stecke zwei Stäbchen in die Mitte des Quadrats. Und gebe zwei Federn darüber. Nun kommt dieses Teil oben drauf. Nur ein paar Seitenwände noch. Sind diese Augen nicht lustig? Und ein bisschen Farbe schadet auch nicht. Willst du mal sehen? Der ist ganz süß, oder? Schau zu und lerne. Hast du Hunger, kleiner Mann? Iss das auf. Was? Ich will das auch mal ausprobieren. Unglaublich! Yay, das funktioniert ja. Ja, natürlich. Und sieh an, wer nun die Münzen aufsammelt. So macht es viel mehr Spaß, was? Ja, ich bin sicher, er hat Hunger. Das macht echt Spaß. Ah, oh. Bitte sehr. Okay, liebe Leute, wer will mir helfen? Mal sehen. Was? Bin ich der Einzige hier? Wo sind denn alle? Okay, du. Natürlich. Viel Glück bei dieser Herausforderung. Ich werde mein Bestes geben, Miss. Na, das hoffe ich doch sehr. Okay. Oh, das ist interessant. Aber kein Grund zur Sorge. Ich mache nur ein paar Anpassungen.
Versuch es doch einfach nochmal, hm? Na schön. Ich weiß nicht, was daran so schwer sein soll. Einfach die Zahlen so nachzeichnen? Ich bekomme auf jeden Fall eine 1 dafür. Das ist eine 4. Und dann noch eine. Sieht aus, als wäre ich fertig. Ups, kleiner Fehler. Tada! Ach du meine Güte. Ich mache das hier nur ungern, aber... Oh, ich schätze mal, das hier könnte helfen. Bitte sehr, Frau Lehrerin. Nun, versuchen wir das doch noch einmal. Mal sehen. Oh, ich glaube, ich habe die Lösung für unser Problemchen gefunden. Das brauche ich nicht. Aber der hier wird helfen. Yep. Ich brauche ein langes Rechteck. Und auf einer Seite male ich die Zahlen. Okay, ich bin wieder da. Bitte sehr, hier. Oh, das brauche ich definitiv nicht. Entschuldigung, ich habe etwas vergessen. Zuerst brauchen wir etwas Glitzer. Schau nur, wie sie fallen. Und nun haben wir hübsche Zahlen, siehst du? Wow, wie schön die glitzern. Dann versuchen wir es doch noch einmal, ja? Jetzt weißt du, was zu tun ist. Reine Magie. Läuft wie Butter. Finden Sie nicht auch? Nehmen wir nun die Schablone weg. Und schau sich das einer an. Das sind schon ein paar coole Zahlen. Und das heißt eine 1 plus für dich. Und ja, das habe ich mir absolut verdient. Mann, ich habe echt Kohldampf heute. Naja. Okay, nun zurück zur Arbeit. Oder vielleicht sollte ich erst abwaschen. Komm schon, nicht von mir herschieben. Schatz! Ah, da bist du ja. Ja! Zeit, dass du dich mal um den Abwasch kümmerst. Nichts da. Ich habe meine Aufgaben erledigt. Oh. Du bist dran, Dad. Lass mich kurz nachdenken. Nun, dieser Karton wird mir den Tag retten. Ich habe eine sehr gute Idee. Ich mache ein paar Schnitte und benutze Heißkleber entlang der Kante hier. Dann befestige ich diese Teile. Wenn ich fertig bin, platziere ich die Wäscheklammer hier unten. Und klebe diese kleinen Schilder dran. Und so wird's gemacht, Leute. Hast du Lust auf ein bisschen Flipper spielen? Cool! Der Verlierer muss abwaschen. Oh, Deal! Fang du doch ruhig an, Madison. Los! Oh, bring's um die Kurve. Fast geschafft. 20 Punkte. Yes! Okay, jetzt bin ich dran. Ha! Oh nein. Sieht aus, als würdest du abwaschen müssen, Dad. Viel Glück beim nächsten Mal. Na, wie läuft's, Dad? Das hier muss auch gewaschen werden. Dankeschön. Flippern, was habe ich mir nur dabei gedacht? Zeit für meine Nachtruhe. Das fühlt sich so gut an. Seid ihr bereit für meinen Auftritt? Ich werde eure Ohren zum Bluten bringen. Madison, es ist viel zu spät für Rock'n'Roll. Guck mal, was ich gelernt habe. Bitte, ich brauche etwas Schlaf. Ach, na gut. Vielleicht kann ich ja leise spielen. Oh, das wird eine lange Nacht. Wuhu! Das hier ist für meine Fans. Yeah! Wuhu! Das reicht. Ist das der Karton, in dem die Gitarre geliefert wurde? Das ist die Antwort auf meine Gebete. Endlich ist Hoffnung in Sicht. Darf ich vorstellen? Meine Pappgitarre. Seht ihr den? Jetzt ist er halbiert. Ich platziere sie hier und benutze dieses Teil, um Löcher zu machen. Dann benutze ich eine Schnur, um die Saiten zu erstellen. Ich klebe sie fest, damit sie nicht verrutschen. Nun gebe ich Heißkleber auf die komplette Rückseite. Und fertig! Sieht total echt aus, was? Die Stunde der Wahrheit. Ich tausche die hier gegen diese aus. Das ging einfacher, als ich dachte. Endlich Ruhe. Gute Nacht, mein kleiner Rockstar. Wuhu! Wee-wee!
Nimm das und das. Ich würde für eine Stunde oder so nicht auf die Toilette gehen. Da stinkt es wirklich. Hallo Kumpel, ist das mein Hammer? Nein, es ist meiner. Ich brauche ihn, um Poppets zu zerschlagen. Vielleicht wird dich das interessieren. Er sieht aus wie ein Tiger. Machst du Witze? Lass mich das sehen. Ich weiß, dass es dir gefällt. Nein, das ist mein neues Lieblingsspielzeug. Ich dachte, das würde funktionieren. Ich hab's. Die Klopapierrolle. Das wird alles lösen. Ich beginne damit, den Schlauch zu glätten. Dann zeichne ich einen Tiger drauf. Jetzt kann ich ihn ausschneiden. Ich falte die Vorderseite um und male es orange an. So eine schöne Farbe. Sobald es trocken ist, trage ich weiße Farbe auf. Das wird der Kopf sein. Dann kann ich den Mund und die Augen zeichnen. Und natürlich die Streifen. Seht ihr das an, Chris? Rawr. Es gehört dir. Wow, das ist fantastisch. Ich liebe es. Träum süß, kleiner Mann. Was ist mit diesem Telefon los? Hallo? Peng, peng. Ist das das Beste, was du zu bieten hast? Nein, es ist okay. Es ist nur mein Sohn, der mich angreift. Daddy, mir ist langweilig. Ich bin am Telefon. Peng, peng. Hör auf, Chris. Ich bin beschäftigt. Du bist nicht lustig. Well. Was zum... Spiel mit mir. Hier, warum malst du nicht ein Bild? Was? Ist das ein Scherz? Gut, ich mache mit. Was soll ich zeichnen? Oh, ich weiß. Das ist eigentlich ganz lustig. Wow, das ist ein Meisterwerk. Ich überrasche mich manchmal selbst. Warte, das hat mich auf eine tolle Idee gebracht. Das wird fantastisch. Der Schreibtisch ist besessen. Bring ihn zurück. Tut mir leid, Papa. Das ist jetzt eine Baustelle. Ich baue ein Haus. Warte mal. Ich muss irgendwo hin. Das wird so gut werden. Aua, das ist hart. Ich brauche etwas Weiches und ich weiß, wo ich es bekomme. Dies wird die Aufgabe erfüllen. Das wird mein neuer Fußboden sein. Probieren wir es aus. Das ist schön. Warte mal. Ich brauche Wände. Das ist kein Problem. Ich kann diesen Karton verwenden. Ich klebe es einfach an seinen Platz. Wow, mein erstes Zuhause. Ich fühle mich so erwachsen. Ich sollte es wohl besser dekorieren. Ich brauche Klebeband und diese Aufkleber. Das ist jetzt meins. Ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Die Süßigkeiten hebe ich mir für später auf. Machen wir es so. Ich klebe Klebeband an die Wand. Ich möchte, dass es schön und bunt ist. Das Band ist also perfekt. Wahnsinn, es ist wie ein modernes Kunstwerk. Jetzt nehme ich mir die Schüssel, mache ein Loch in den Karton und schiebe die Schüssel hinein. Ich habe ein Fenster. Ich kann alles draußen sehen. Es passt wirklich alles zusammen. Es ist Zeit für die Aufkleber. Das scheint ein guter Platz zu sein. Es sind die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Eine persönliche Note, verstehst du? Ich bin sehr zufrieden damit. Ich brauche ein Dach. Und ich habe einen Plan. Es gibt nichts, was ich nicht tun kann. Ich sollte es kacheln. Die Haftnotizen werden den Job erledigen. Ich lasse sie einfach überlappen und ich wechsle die Farben ab. So ist er vor Gewitter geschützt. Puh, das ist harte Arbeit und das ist die letzte. Ich bin also fertig. Willkommen in meiner Bude. Ich zeige dir alles. Dies ist der einzige Raum. Ich habe das Farbschäbern selbst ausgewählt. Ich habe versucht, die exklusivsten Materialien zu verwenden. Es ging nur um die Ästhetik. Hey, Daddy. Okay, wir holen das später nach. Wow, das ist so cool. Ich weiß, ich habe es selbst entworfen. Wahnsinn, erstaunlich. Du darfst jederzeit rein. Gefällt dir die Tapete? Sohn, ich liebe es. Ich bin stolz auf dich, Kleiner. Na los, niemand kann mich in diesem Spiel schlagen. Du bist so weich und kuschelig. Du bist mein bester Freund. Ich habe Hunger. Lecker. Alex hat Süßigkeiten. Gib her, gib her. Was ist das? Nein, es ist meins. Komm schon, gib mir ein paar Bonbons. Gut, bitte sehr. Wirklich? Wow. Fang. Im Anflug. Oh. Das hast du absichtlich gemacht. Halt die Klappe. Gib mir mehr oder ich sag's Mom. Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Nimm es. Aua, aua. Nimm das. Hey, uff. Ich bin der Beste. Moment, er ist still. Was ist los? Wen interessiert schon? Komisch. Kann ich jetzt mein Spiel spielen? Wo bin ich? Warum dreht sich der Raum? Süßigkeiten. Moment mal. Igitt, da sind Haare auf den Bonbons. Das ist eklig. Ich werde es aber trotzdem essen. Warte mal.
Ich habe eine tolle Idee. Denkst du, was ich denke? Ich beginne mit einem Blatt blauer Pappe. Dann schneide ich es in Abschnitte. Ich ordne die Pappe in eine offene Schachtel. Dann klebe ich einen Schwamm darauf. Dann baue ich die Schachtel fertig zusammen. Ich habe Schlitze in diesem Stück geschnitten. Diese Pappenstreifen stecke ich in den oberen Schlitz. Als nächstes kommt ein halber Plastikbecher in das Loch. Ich fülle den Becher mit Süßigkeiten. Ich kriege langsam Appetit. Ich werde alle Süßigkeiten aufbrauchen. Wenn ich auf das Gesicht vom Blut drücke, kommen Süßigkeiten heraus. Süße, leckere Süßigkeiten. Das ist genau das, was ich brauche. Ich glaube, ich habe das verdient. Ich bin im Bonbon-Himmel. Was ist da hinten los? Wow, wo hast du das? Videospiel oder Süßigkeitenautomaten? Die Süßigkeiten gewinnen. Hey, Bro, wir hängen nie zusammen ab. Das sollten wir ändern. Das macht mir nichts aus. Und dieser Süßigkeitenautomat, genial. Oh, ich freue mich schon darauf. Lesen macht mich immer müde. Die Augen sind schwer. Ich werde müde. Daddy, ich bin da. Was für ein Tag. Die Schule war hart. Hier, nimm meine Tasche. Ich gehe spielen. Ich werde spielen. Was ist hier los? Hey, warum hast du das getan? Juhu, komm schon, Huggy. Ich hab dich so sehr vermisst. Oh, das ist so niedlich. Seht euch diese Bewegung an. Pass auf, ein Dinosaurier. Peng, peng. Das sieht nach durstiger Arbeit aus. Herr Alex, ich habe ein Glas Wasser für dich. Bitte schön. Hm? Nein, ich will es nicht. Oh, okay, ich nehm's. Ah, erfrischend. Wo war ich jetzt? Was ist das für ein Geräusch? Hm, ich habe eine Idee. Hey, Daddy. Huh? Oh, hey, Kumpel, was ist denn los? Sieh mal, Daddy. Was ist das? Der Fernsehvater, sieh dir das an. Huh? Ich will es, bitte, Daddy. Ich weiß, aber man kann nicht alles bekommen, was man im Fernsehen sieht. Es sei denn, ich bin gleich wieder da. Ich habe ein Stück Pappe in eine U-Form geschnitten. Als nächstes brauche ich ein Stück wie dieses. Der untere Teil muss beweglich sein. Ich klebe es auf die Rückseite des U-förmigen Kartons. Jetzt muss ich ihn in einen Rahmen verwandeln. Ich befestige es an der Seite und das gleiche mache ich hier. Jetzt baue ich ein Regal. Es kann genau hier hin. Als nächstes brauche ich eine leere Limo-Flasche. Ich stecke einen Trinkhalm in den Boden. Endlich brauche ich ein Schild. Ich habe es selbst gemacht. Jetzt fehlt nur noch das Getränk. Ich lege einen Finger auf den Strohhalm und ich fülle die Flasche auf. Ganz ruhig, ich will nichts verschütten. Ich fülle die Flasche bis zum Anschlag. Das sollte genügen. Jetzt muss ich die Kappe aufsetzen. Ich sorge dafür, dass es dicht ist. Ich glaube, es ist soweit. Ich bin also bereit. Hey Chris, schau dir das an. Wahnsinn, es ist magisch. Ich muss den Verschluss lösen und der Saft wird fließen. Ziemlich clever, was? Wenn das Glas voll ist, setze ich den Deckel wieder auf. Und der Saft fließt nicht mehr. Siehst du? Wow, danke, Dad. Mm, das ist so gut. Ich wusste, dass es dir gefallen würde. Dein alter Herr hat es wieder getan. Mal sehen. Ich muss noch ein Geschenk für Mama basteln. So, fertig. Sieh mal, was ich gemacht habe. Ein Papierflugzeug. Toll. Aber sieh mal, was ich gebastelt habe. Ich habe ihr eine Papierschneeflocke gemacht. Das ist alles? Wie lächerlich. Nur ein Haufen Löcher. Na und? Du hast nur einen blöden Papierflieger gefaltet. Wie kannst du nur? Das kriegst du zurück. Du hast mein Geschenk kaputt gemacht. Ich hasse dich. Und ich hasse dich. Och, was soll denn diese Streiterei? Das geht nicht so. Stopp. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Wo sind wir? Ich denke, dieser schräge Zauberer hat uns hergebracht. Schräger Zauberer? Nee, das geht nicht. Tada, viel besser. Und nun willkommen zu dieser Challenge. In Ordnung, ich habe dieses Puppenhaus. Aber wie ihr sehen könnt, fehlt darin ein Sofa. Und ihr sollt eins basteln. Basteln? Hm? Wie soll das denn gehen? Moment mal, ich habe eine Idee. Okay, hier steht die Couch. Wollen wir doch mal ein Maß nehmen. Wo will die denn hin? Seltsam. Ich bastle einfach ein Origami-Sofa. Ich
falte das Blatt von Ecke zu Ecke. Dann klappe ich es wieder auf und mache dasselbe mit den anderen Ecken. Jetzt falte ich eine Ecke zur Mitte. Dann falte ich es wieder auf und mache es nochmal. Jetzt falte ich die Kante wieder zur Mitte und immer schön die Kanten nachziehen. Dann wiederhole ich diese Schritte auf der anderen Seite. Soweit, so gut. So, jetzt bin ich so weit wie auf der anderen Seite. Dann kommen jetzt die nächsten Schritte. Noch mehr Falten zur Mitte. Und natürlich wieder auf beiden Seiten. Das Falten wird jetzt schon schwerer. Okay, jetzt falte ich es wieder ein bisschen auseinander. Denn die anderen Ecken müssen auch noch gefaltet werden. Dann wieder auffalten und bis zur neuen Linie falten. Jetzt falte ich es wieder hoch. Und nicht vergessen, dasselbe auf der anderen Seite zu machen. Jetzt wird's langsam. In Ordnung. Jetzt falte ich es nochmal aus und wieder ein. Es soll ein Rechteck werden. Jetzt kann ich die Enden so einknicken, dass eine Art Kiste entsteht. Und auf der anderen Seite auch. Klasse! Davon brauche ich noch eine zweite. Und dann stecke ich die Kisten ineinander. Yippie! Der Teil wäre erledigt. Kommen wir nun zu diesem kleinen Stück Papier. Ich schlage es um, ohne einen Falz zu ziehen, und schiebe es in die Seite. Und auf der anderen Seite auch in Armlehne. Weißt du was? Ich brauche noch Kissen. Tada! Ist das nicht süß? Hier ist mein Sofa, Herr Zauberer. Fantastische Arbeit. Ich muss alles genau abmessen. Ah, okay, jetzt kommt das Rechnen. Komisch, sie ist noch gar nicht wieder da. Oh, sie ist eingeschlafen. Also, ich bin zufrieden mit meinem Werk. Dann stelle ich mein Sofa gleich mal hier in das Puppenhaus. Nächste Herausforderung. Ihr sollt das hier basteln. Okay, das kriege ich hin. Erstmals ein Blatt Papier. Ich frage mich, wie ich am besten an die Sache rangehe. Ach ja, ich wünschte, ich wäre auf einem echten Boot. Über die blauen Wellen segeln, Sonne und Wind in meinem Haar. Ah, wie entspannt und wundervoll. Ich könnte einen ganzen Sommer auf dem Boot verbringen. Sie ist wohl mal wieder in ihre Tagträume abgedriftet. Aber sie verliert den Anschluss. Ich weck sie mal lieber. Hä? Was? Wir sollen ein Origami-Boot basteln. Oh, ach ja. Okay, ich mach ja schon. Ich beginne damit, das Blatt in der Mitte zu falten. Okay, das ist fein. Guter Anfang. Und jetzt drehe ich es um und falte es auch in die andere Richtung. Und immer schön die Falze nachziehen. Okay, dann öffne ich es wieder und falte die Ecken ein. Das geht so ähnlich wie bei einem Papierflugzeug. Aber es wird natürlich kein Flieger. Wir brauchen noch ein Boot. Diesen Streifen falte ich hoch. Jetzt sieht es schon ein bisschen wie ein Boot aus. Vielleicht kein Boot, aber eine Kapitänsmütze. Der nächste Schritt ist etwas komplizierter. Ich muss es aufklappen und in diese Richtung falten. Diese Ecke schiebe ich unter die andere, dass alles wieder flach liegt. Jetzt falten wir wieder die Ecken hoch. Sieh mal, ein cooles Dreieck. Aber leider noch kein Boot. So, jetzt wieder auf und so rum. Und jetzt der letzte Schritt. Wow, sieh mal, ich habe es auseinandergezogen. Und jetzt ist es ein Boot. Es ist nicht prima geworden? Also mir gefällt's. Jetzt haben wir zwei kleine Boote. Wir sind so gut. Sehr gut, Mädels. Den Test habt ihr bestanden. Hey, warte mal. Komm mit, wir probieren sie mal aus. Hey, wo wollt ihr denn hin? Okay, die Wanne ist voll. Bereit für eine Segelparty? Joho, sieh nur, sie schwimmen. Wie süß. Oh, sie weichen auf. Naja, sie sind halt nur aus Papier. Puh, ich muss mich unbedingt mal um meine Nägel kümmern. Oh, ihr seid wieder da? Fein, das ist eure nächste Challenge. Fingernägel? Alles klar. Zeit für mein Maniküre-Set. Mal sehen, womit fange ich an? Ich denke, ich nehme die blauen. Die passen zu meinen Sachen. Na, dann kleben wir die mal auf. Ja, sieh dir das an. Aufgabe erledigt. Wie bitte? Oh nein, so habe ich das nicht gemeint. Wow, deine Nägel sind lächerlich. Ich löse das wieder mit Origami. Ich nehme diese Ecke und falte sie bis an diese Kante. Dann die andere Ecke und oben entsteht ein Dreieck. Dasselbe mache ich mit dieser Seite, dass noch ein Dreieck entsteht. Und an dieser Ecke auch. Okay, jetzt falte ich diese Seite zur Spitze. Und dann nochmal in der Mitte. Fertig ist das Dreieck. Gut, dann öffne ich es wieder und falte diese Ecke herunter.
Dann klappe ich sie wieder zu. Und den Rest falte ich auch noch um. Das ist eine ganz schöne Falterei. Ich will auf jeden Fall weiterhin scharfe Falze haben, auch wenn das Papier immer dicker wird. Das ist etwas knifflig. Ich muss das ein bisschen aufdrücken und die Ecke einstecken. Aber das war's schon. Sieh hier, hier kann ich meinen Finger reinstecken. Tada! Was sagt ihr zu diesen Fingernägeln? Schaurig, sehr gut gemacht. Warum sind meine Nägel nicht gut genug? Du solltest mal dein Gesicht sehen. Oh Mann, du bist so gemein. Was meinst du, was wir als nächstes basteln müssen? Kraniche, das ist eure nächste Challenge. Wie soll ich das nur anstellen? Ja, ich glaube, ich weiß, womit ich anfange. Oh, ich weiß, was ich mache. Ich habe hier meine Kopfhörer. Die stecke ich mir in die Ohren. Fantastisch. Und jetzt spiele ich diese Playlist ab. Ja, die ist gut. Genau mein Ding. Dann legen wir mal los. Ich beginne wie immer mit dem Falten von Ecke zu Ecke. Und dann die anderen Ecken auch noch. Als nächstes lege ich die Kanten aufeinander. Den Falz fest nachziehen und wieder öffnen. Und dann dasselbe mit der anderen Kante. Okay, jetzt falten wir es wieder auseinander und es wird etwas kniffliger. Ich nutze die vorhandenen Kniffe, um dieses Dreieck zu formen. Jetzt falte ich diese kleinen Kanten zur neuen Mitte. Sehr schön. Und die andere Seite auch. Die kleine Ecke hier oben falte ich auch ein, aber auch gleich wieder zurück. Dann drehe ich das Ding um und mache dasselbe mit den anderen Kanten. Okay, wieder umdrehen und wieder öffnen. Auch ein komplizierter Kniff. Aber jetzt sieht es wie ein Diamant aus. Jetzt falten wir wieder diese Kanten ein. Sie sind inzwischen ganz schön klein geworden. Und weiterhin schön scharf nachziehen. Und was jetzt? Umdrehen und auf der anderen Seite auch natürlich. Der nächste Schritt gefällt mir. Der macht echt Spaß. Dieses wie ein Bein aussehende Stück wird jetzt hochgefaltet. Und die Spitze nach unten. Wir sind auf der Zielgeraden. Jetzt brauchen wir eine Schere. Wir schneiden hier entlang bis zur Mitte. Dieser Flügel wird so runtergeklappt und der andere auch. Und diese kleinen Stücke falten wir so ein. 1, 2, 3 mal kniffen. Ja, sieh doch, ich habe einen Origami-Kranich gebastelt. Wie süß. Sieh nur, er führt einen Kranichtanz auf. Okay. Sie ist schon wieder völlig abgehoben. Hey, was machst du da? Oh, ich lasse meine Playlist laufen. Hör mal rein. Oh, wow. Jetzt verstehe ich. Diese Playlist ist genial. Ich denke, ich sollte auch mal langsam anfangen. Juhu, ganz kleiner Kranich. Ja, mein Kranich ist auch fertig und bereit für ein Tänzchen. Sieh sie dir an, sie führen einen richtigen Regentanz auf. was ist denn bei denen los? Und woher kommt diese Musik? Wow, mir ist auch nach Tanzen zumute. Mann, ist das langweilig. Oh, der Zauberer-Typ ist zurück. Mal sehen, was er jetzt will. Die nächste Aufgabe ist eine Blume. Los geht's. Okay, ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Hey, ja, ich hatte gehofft, du könntest mir helfen. Danke. Bitteschön und einmal unterschreiben, bitte. Danke, hier sind Ihre Rosen. Schönen Tag noch. Hey, Zauberer, hier sind meine Rosen. Wie bitte? Nee, so war das nicht gemeint. Gebt euch mehr Mühe. Na schön, dann würde ich mal etwas anderes ausprobieren. Okay, ein bisschen davon und hier auch noch. Und jetzt ist die Schere dran. Okay, ich denke, das wäre es dann. Tada! Was soll das denn wieder? Ha, da hast du wohl wieder versagt. Dann ist jetzt mal meine Schere an der Reihe. Aber zuerst wird gefaltet. Okay, ich ziehe mit Lineal und Bleistift eine Linie. Und jetzt wird geschnibbelt. Ich schneide einfach schmale Streifen bis hin zu der Markierungslinie. Von einer Seite bis zur anderen. Dann klappen wir es auf. Oh, das sieht ja cool aus. Jetzt tragen wir hier unten Klebstoff auf. Und dann falten wir die Seite rüber und kleben sie fest. Jetzt brauche ich einen grünen Strohhalm und noch mehr Klebstoff. Ich trage rings um das Ende des Strohhalms Kleber auf. Wunderbar. Und klebe dann den Strohhalm an das Papier. Ich rolle es einfach auf. Weiter, weiter, weiter. Und dasselbe machen wir jetzt mit einem weiteren Blatt.
Das sieht ja grandios aus. So, meine Blume ist fertig. Oh, ich sehe schon. Das hast du wirklich gut gemacht. Was? Oh, ich fürchte, er hat recht. Die ist wirklich hübsch. Oh, sie sieht so traurig aus. Hey, sieh mal, ich habe auch eine für dich gebastelt. Oh, eine lila Blume. Vielen Dank. Du bist so eine tolle Freundin. Oh, ihre Freundschaft ist gerettet. Happy Birthday to me! Yay, ausgepustet! Happy Birthday! Du bist die Beste! Was für Kuchen ist das? Ich hoffe, es ist Schokolade. Echt riesig! Hä? Das ist gar kein Kuchen. Was ist das? Pappe oder was? Ich kann das gar nicht essen. Willst du es haben? Hallo? Was ist los mit euch? Was ist mit meinen Freunden passiert? Julie? Warum bist du so zweidimensional? Kannst du mich hören? Warte. Nicht fallen. Nein. Komm zurück. Aber ich habe doch Geburtstag. Ich bin noch hier, oder? Sehen meine Hände immer so aus? Was geht, Party People? Du kommst mit mir und wir werden jede Menge Spaß haben. Die Dinge sehen schon viel besser aus. Okay, kannst du mich sehen? Oh, guten Morgen. Als erstes möchte ich die E-Mail von heute Morgen besprechen. Tut mir echt leid. Okay, wo war ich? Oh, die E-Mail stimmt. Gefunden! In der beigefügten Grafik gibt es ein interessantes Detail. Hallo! Ich bin so blau wie der Himmel! Hä? Okay, geh bitte weg. Sagen Sie mir gerne, was Sie darüber denken. Mir ist so langweilig. Ja, ich verstehe. Ich hab's. Hey, Mami! Mami? Ich möchte dir was Wichtiges sagen. Einen Moment bitte. Was? Was ist so wichtig? Du brauchst mehr Müsli? Okay, mach schön auf. Bitte sehr. Hier, nimm das. Oh, cool. Warte, wie kann ich es aufstellen? Was macht sie denn da? Hier, was stimmt denn mit dem Teil nicht? Komm schon. Oh, ich gebe auf. Mami, ich kann schon alleine essen, siehst du? Warum macht das Handy nicht, was ich will? Oh, Moment mal. Ich habe eine geniale Idee. Ich muss nur was besorgen, an das ich das Handy anlehnen kann. Hallo? Was? Oh, eine Minute noch. Ich muss ein einzigartiges Handy-Accessoire herstellen. Umrandet einfach ein beliebiges Bild mit einem 3D-Stift. Und das hier ist perfekt, um das Handy anzulehnen. Das Ausmalen sorgt für mehr Gewicht. Wenn es also Zeit zum Aufstellen ist, bleibt es sicher und aufrecht stehen. Und all die Details machen es total süß. Seht ihr? So niedlich. Du kommst mit mir. Ich bin echt stolz darauf. Wow, was ist das? Okay, mein Schatz, das ist für dich. Los, probier es direkt aus. Hey, das funktioniert. Jetzt können wir unsere Lieblingsvideos anschauen. Oh, es gefällt ihr und ich kann endlich in Ruhe arbeiten. Mal sehen, was heute so in der Welt los ist. Nein, das Sparschwein, ich rette dich. Oder auch nicht. Papa, was ist denn hier los? Ist das mein Sparschwein? Hast du es fallen gelassen? Nein, habe ich nicht. Schon okay, nicht weinen. Schatz? Papa hat mein Lieblingssparschwein kaputt gemacht. Nein, ich mache nur Liegestütze. Ich kann's nicht glauben. 25, 26. Das war ein Unfall, Süße. Aber ich weiß, was dich aufmuntern kann. Willst du mal sehen, was ich für dich habe? Beginne mit einem Quadrat aus Pappe und ziehe hier eine Linie. Und noch ein paar hier. Nimm dann ein Cuttermesser und folge den Linien, die du gemacht hast. Dann drehst du das Quadrat auf die Seite. Siehst du die Falte?
Schneide nun ein weiteres Quadrat wie folgt zu. Lege es dann auf das erste. Und lege noch eines obendrauf. Ordne weitere Pappstücke wie folgt an. Das ergibt ein Rechteck, siehst du? Sobald es zusammengeklebt ist, lege die vorherigen Teile hinein. Und gebe dieses Teil hier hinzu. Bedecke diesen Bereich mit einer Klebepistole ab. Und klebe ein weiteres Stück darüber. Jetzt kannst du es schön herausziehen. Füge ein Gesicht hinzu, damit es lustiger aussieht. Und, wie gefällt es dir? Stell es hin und schiebe es auf. Siehst du? Nimm dann eine Münze, die du sparen willst. Du kannst die hier haben, mein Schatz. Okay, und los! Einfach hier reinlegen. Ich glaube, sie ist reingefallen. Mal sehen. Wow, es hat funktioniert. Das ist viel cooler als mein Sparschwein. Papa, er ist noch nicht ganz aus dem Schneider. Definitiv nicht. Tschüss, Mama. Du liest die Zeitung, was? Nun, jetzt nicht mehr. Hi. Und du bist? Ich präsentiere dir dieses Sparschwein. Puff, eine Schublade. Ist das nicht erstaunlich? Lege etwas Geld rein. Oh, okay. Ist das genug? Nein, etwas mehr. Oh, okay. Das reicht aber. Nun, ich hatte mir etwas mehr erhofft. Wenn du darauf bestehst. Hier, das sollte definitiv ausreichen. Wow, das ist eine Menge Geld. Lass es dir schmecken, kleine Bank. Willst du sehen, wie sie verschwindet? Schau genau hin. Achtung. Abracadabra. Du willst dein Geld zurück? Zu blöd. Buhu. Wow, das sind ja tolle Bewegungen. Fragst du dich nun, wo dein Geld ist? Das ist eine tolle Frage. Wow, das war beeindruckend. Claire. Gern geschehen. Uff. Ich hab dich gar nicht gesehen, Mama. Du willst es wieder? Na gut. Papas Geld ist da drin. Oh, das scheint leer zu sein. Wie hast du das gemacht? Ich werde meine Geheimnisse nie verraten. Das gefällt mir nicht. Ihr kriegt mich nicht. Das Geld gehört mir. Ich liebe den Morgen. So, fertig. Oh, hi, Mama. Hab dich gar nicht gesehen, mein Schatz. Bitte. Du willst meinen Schmuck tragen, hä? Huh? Besser nicht. Tut mir leid. Das ist was für Erwachsene. Oh, sie denkt, sie ist mein Boss? Ich werde ihr zeigen, wer hier das Sagen hat. Entschuldigung. Hi, Mama. Was? Das geht gar nicht. Ich habe Nein gesagt, schon vergessen. Aber, nein. Oh, das war knapp. Aber ich... Nein. Ich wollte nur... Bitte nicht weinen. Oh nein, das halte ich nicht aus. Spiel mit... nun... die nicht. Diese ist einfach zu teuer. Bitte, Mami, bitte. Vielleicht. Ich weiß nicht. Ja? Ich kann es jetzt schon sehen, mein kostbarer Schmuck. Wuhu! Diamanten sind so hübsch. Und sie lassen mich besser sehen. Kochen wir was? Ja, ich weiß, ich bin wunderschön. Oh Mist. Oh, ich hau besser ab. Nein, du kannst nichts davon tragen. Habe ich sonst noch was hier drin? Mein 3D-Stift. Machen wir uns an die Arbeit, okay? Wir benutzen diesen Kopf als Modell. Du kannst jede beliebige Form um den Hals des Modells herum malen. Sieht die nicht toll aus? All diese Schlaufen sorgen dafür, dass es schön stabil bleibt. So, sieht das nicht fantastisch aus? Sobald es trocken ist, kannst du es anziehen. Hier, passt es? Wow, ich sehe umwerfend aus, genau wie du. Danke, Mama, du bist die Beste. Aha. Oh. Ja, damit kann ich überall hinreiten. Woohoo. Bis später. Oh Mann, davon kann ich nie genug bekommen. Besonders mit diesen Toppings. Mal sehen, ob was Gutes im Fernseher läuft.
Ist das ein Elch? Nein. Mal sehen. Hey, das ist meine Lieblingsshow. Besitzerlose Fernbedienung, was? Hey, wer hat umgeschaltet? Das war dann wohl ich. Aber ich habe was anderes geschaut. No. So, das ist besser. Aber Mama, ich will meine Sendung schauen. Yay, da ist sie wieder. Okay, das reicht jetzt. Hör auf, ständig umzuschalten. Nein, 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 so. Hey, Mama, das ist nicht fair. Dann spiele ich eben hier drüben, okay? Oh, das ist echt hoffnungslos. So kann ich mir meine Sendung nicht ansehen. Und nun, Moment mal. Lalalalalala. Oh, Hazel, willst du einen kleinen Snack haben? Was? Ist es das, wofür ich es halte? Komm ein bisschen näher und du wirst es sehen. Bitte sehr. Wow, das ist die größte Schokolade, die ich je gesehen habe. Perfekt. Hey, das kann doch nicht wahr sein. Warum? Suchst du das hier? Oh, weißt du was, Hazel? Es reicht mir langsam. Ich will einfach etwas Ruhe haben. Ich drehe echt durch. Du bist lustig, wenn du sauer bist. Ich gebe auf. Was soll's? Dann bin ich eben für immer frustriert. Oh, oh. Aber warte, ich habe noch ein Stückchen Pizza. Was mich auf eine tolle Idee bringt. Aber zuerst brauchen wir etwas Pappe. Leg das Handy genau in die Mitte. Und dann diese Randstücke darauf. Am Schluss noch farbiges Papier. Nun die Knöpfe. So sieht es aus wie ein echter Fernseher, nicht wahr? Du kannst sogar einen An- und Ausschalter hinzufügen. Tada! Fertig! Jetzt können wir beide schauen, was wir wollen. Diese Geschichte ist unglaublich. Das musst du lesen, Schatz. Aus dem Weg! Was ist denn los? Schon gut, ich gehe. Ach, viel besser. Kein Tanzen. Wuhu! Genießt du das Picknick, mein Schatz? Oh, heiße Kartoffel! Später vielleicht. Hey, schau dir meine neuen Tanzschritte an. Ich habe mir die selbst ausgedacht. Keiner kann sich so schnell bewegen wie ich. Haha. Toll. Wuhu! Okay, ich werde etwas müde. Warum trinkst du nicht etwas? Nein, hab keinen Durst. Nun, ich hab's probiert. Schau mal, wie hoch ich springen kann, Mama. Kannst du das glauben? Ich halte das nicht mehr aus. Also, was liest du da? Ist das ein Marshmallow? Danke, Mama. Okay, ich spring dann mal weiter. Ich liebe dich so sehr, Mister. Und jetzt gib mir einen Schmatzer. Hier. Nein. Ich verstecke mich, okay? Psst. Nimm mal einen Schluck. Mama. Hi, Schatz. Es ist heiß. Trink etwas Wasser. Nein. Was ist das? Schätzchen, bitte trink was. Aber schau mal. Ist das frisch gepresste Limonade? Das ist mir auf jeden Fall lieber als Wasser. Wow, das sieht echt lecker aus. Kann ich ein Glas haben, Mama? Jetzt weiß ich, wie ich dich dazu bringe, Wasser zu trinken. Und es beginnt mit einem kleinen Stück Pappe. Siehst du, wie es gefaltet ist? Nun bringen wir es hier an. Und erstellen zwei Seitenwände. Und bevor du das hinzufügst, kommt dieser Teil noch rein. Nun zurück zur Flasche. Mach ein Loch in die Flasche und gib einen Strohhalm hinein. Stecke die Flasche dann so hinein. Fehlt noch ein hübsches Limonadenschild. Dann hast du dieses tolle Teil. Okay, unser ganz eigener Limonadenspender. Okay, los geht's. Es wird hier rauskommen. Man muss nur die Flasche von oben auffüllen. Wow! Vergiss nicht, den Deckel zu schließen. Und fertig. Okay, los geht's. Schraube einfach den Deckel ab, um den Druck abzulassen. Und wenn du fertig bist, kommt der Deckel wieder drauf. Jetzt gibt es nur noch eine Sache. Schluck, schluck, schluck. Das war lecker. Mehr, bitte. Okay, es ist voll.
Das ist der beste Tag in meinem Leben. Schluck, schluck, schluck. Na? Mehr. Okay, kommt schon. Trink aus, mein Schatz. Schluck, 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 schluck. Mama, gibt es hier ein Klo? Ich muss mal ganz dringend. Gehen wir. Es ist erstaunlich, was man mit etwas Pappe und ein paar Bastelmaterialien alles basteln kann. Vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal für weitere tolle Tipps zu abonnieren. Oh yeah! Woohoo! Guck dir diese süßen Moves an! Die Party ist der Hammer! Ich will ewig feiern! Und alles, was du brauchst, ist eine Klopapierrolle und buntes Papier. Trag Kleber auf das Papier auf und roll es um die Röhre. Ich mach 2 Punkte drauf und mit einem Pin steche ich da Löcher rein. Durch die Löcher ziehe ich dann eine Schnur und mach einen Knoten rein. Wichtig ist, dass der Knoten nicht durch das Loch rutscht. Dann mache ich ein Loch in einen Flaschendeckel und ziehe da die Schnur durch. Und jetzt wird dekoriert. Das soll wie Kleidung aussehen. Sieht schon toll aus. Ich habe 2 Holzstöcke gekreuzt und klebe da die Angelschnur an. Eine an jeder der 4 Seiten. Ich glaube, hier will jemand feiern. Dann los! Hey Oma, kann ich dir helfen? Natürlich, mein Schatz. Juhu! Oh, der greift mich an. Warum hast du das gemacht? Tief durchatmen, es ist okay. Das ist nur Mehl. Okay, jetzt brauchen wir Eier. Oh, das kann ich. Hoffentlich. Ich mach das gerne. Igitt, schleimig. Das muss so sein, oder? Oh! Mac, ich hab dir Nudeln gemacht. Du hast bestimmt Hunger. Die sehen echt gut aus, aber da fehlt noch was. Die brauchen Soße. Ganz viel Soße. Das sieht lecker aus. Aber noch ein bisschen mehr. Oh oh, die Flasche dreht durch. Hör auf damit, was machst du denn? Nein! Das war's. Mac ist gar nicht da. Das bringt mich auf eine Idee. Ich weiß, was zu tun ist. Und ich brauche diese Kiste. Wie hast du mich gefunden? Bin gleich wieder da. Das wird die Lösung sein. Zuerst lege ich die Kiste auf die Seite und dann spritze ich Farbe drauf. Jetzt verstreiche ich sie gleichmäßig. Ich will ein Quadrat malen und dafür nehme ich mir Zeit. Genauso wollte ich das. Jetzt schneide ich um die Farbe herum, aber eine Seite lasse ich dran. Das soll nämlich eine Klappe werden. Es gibt noch einiges zu tun. Jetzt brauche ich einen Plastikdeckel. Ich trage Kleber auf den unteren Rand auf. Einmal komplett rundherum. Den klebe ich auf die Kiste. Ich mache auch noch andersfarbige Deckel ran. Jetzt kommt noch das Papprohr an die Klappe. Es nimmt schon Form an. Ich klebe farbiges Plastik oben auf die Kiste. Und darauf kommen DVDs. Sieht aus wie ein Herz, stimmt's? Ich stelle noch 2 Kisten daneben. Dann brauche ich eine Rolle Vinylfolie. Das sieht aus wie Marmor. Ich klebe sie oben auf die Kisten. Ich glätte die Folie, damit sie festklebt und keine Falten bildet. Da muss jetzt aber ein Loch rein. Dazu mache ich ein Kreuz und schneide ein Loch aus. In das Loch kommt dann die Schüssel. Dieser Seifenspender ist nützlich, aber ich brauche nur die Düse. Denn das wird der Wasserhahn. Der kommt oben an die Schüssel. Das Spülbecken ist fertig. Jetzt schneide ich Rechtecke aus den Kisten aus und ich mache noch mehr Klappen. Das werden Schränke. Jetzt muss das nur noch ins Haus. Wow, ist das für mich? Meine eigene Küche. Die ist perfekt. Aber ich brauche noch ein paar Sachen. Ich will mich wie zu Hause fühlen. Das wird toll. Ich glaube, ich habe jetzt alles. Und jetzt wird gebacken. Ich bin gespannt auf diese Cupcakes, aber zuerst müssen sie noch gebacken werden. Rein mit euch! Ich wusste, das würde sie beschäftigen. Das ist so niedlich. Die riechen lecker. Dauert nicht mehr lange, Oma. Diese Nudeln sehen wirklich gut aus. Oh, ich gebe auf.
Ich hätte eine Waschmaschine bauen sollen. Hey, Mac. Hör auf damit. Hey, hey. Du bist voll nervig. Ist doch nur Spaß. Mir ist so langweilig. Hey, guck mal. Wow, ein Rummel. Was? Wie viel? Was? Oh, ich weiß. Ich habe hier Goldmünzen für Notfälle dabei. Hey, ich auch. Ich glaube, ich habe mehr. Die stinkt. Du solltest öfter duschen. Aber trotzdem ist es Geld. Ich dachte, ich hätte mehr. Mein Schuh, na klar. Hätte ich fast vergessen. Juhu. Wir brauchen mehr. Warte mal. Wie hast du das gemacht? Wie viel haben wir? Zählen wir nach. Okay. Schlechte Nachricht, das reicht nicht. Oh, das ist so ungerecht. Ich habe das Gefühl, das Universum ärgert uns. Au! Was war das denn? Regnet es Zitronen? Davon hat der Wetterbericht nichts gesagt. Ich bin etwas verwirrt. Hey, ich habe eine Idee. Komm mit. Was hat sie denn jetzt vor? Wir brauchen genau diese Kisten. Wie heißt das so schön? Schenk dir das Leben Zitronen, mach Limonade draus. Wir stellen die zusammen. Und wir brauchen Kleber. Dann stellen wir noch zwei Kisten drauf. Als nächstes besprühe ich dieses lange Papier mit Farbe. Die Farbe gefällt mir, so leuchtend. Ich will die Rohre komplett besprühen. Guck mal. Danke. Ich mache Kleber an die Seite der Kiste. Und klebe da die Röhre dran. Ich übernehme die andere Seite. Sieht gut aus. Total. Aber wir sind noch nicht fertig. Das kommt oben auf die Röhren. Wir haben ein Dach. Ich dekoriere es. Das sind die Dachziegel. Und ich mache die verschiedenen Farben. Ich lege noch das Tischtuch drauf. Und wir brauchen noch Pompons. Niemand will eine langweilige Kiste sehen. Mit denen sieht's besser aus. Wir brauchen noch ein Schild. Und Bilder von Zitronen. Jetzt habe ich ganz schön Durst. Unser eigener Limo-Stand. Er ist perfekt. Das Einzige, was fehlt, sind Kunden. Lass uns Geld verdienen. Wir sind offen fürs Business. Holt euch eine Limo. Bleibt nicht durstig. Hier, bitte. Vielen Dank für deinen Besuch. Viel Spaß. Das läuft gut. Gib mir das Geld. Wow, guck dir das viele Geld an. Wir sind reich. Das war eine tolle Idee. Du weißt, was das bedeutet, oder? Lass uns zum Rummel gehen. Wow, guck dir das an. Das sieht fantastisch aus. Ich finde, wir haben uns den Spaß verdient. Kann's kaum erwarten. Dann los. Puh, die Kiste ist schwer. Gut, dass ich trainiere. Ich pack das auch gleich aus. Wow, ich habe viel eingekauft. Aber wir brauchen das alles. Warte mal. Oh nein. Habe ich hier Chipstüten rascheln gehört? Die gehören mir, alles meins. Ich liebe Chips. Das sieht auch gut aus. Lecker. Und jetzt brauche ich was zum Runterspülen. Komm schon, geh auf. Genau, was ich brauche. Was? Was ist denn hier los? Hi, Oma. Tschüss, Oma. Das macht sie jedes Mal. Was für eine Unordnung. Mac. Vielleicht kann ich das ändern. Ich brauche einen Verkaufsautomaten. Die perfekte Lösung für mein Problem. Dann wäre mit diesem Chaos Schluss. Ich könnte den mit Max Lieblingssnacks füllen. Auch mit Cola. Und sie hätte Spaß daran. Ja, das werde ich machen. Ich brauche nur diese Kiste. Los geht's. Ich habe alle Öffnungen angezeichnet. Die schneide ich gleich aus. Ich will jetzt keinen Fehler machen. Deshalb habe ich alles angezeichnet. So geht's auch viel einfacher. Ich mache verschiedene Abschnitte. Damit das Snackangebot auch Platz hat. Ich muss aufpassen, dass alles die richtige Größe hat. Meg wäre traurig, wenn sie nicht an ihre Snacks kommt. Und das will niemand. Ich muss noch ein paar Löcher schneiden. Das dauert zwar ein bisschen, aber es wird sich lohnen.
Sie wird überrascht sein. Das war's. Jetzt noch die Pappteile entfernen. Das ist der einfachste Part. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich trage Kleber um die Löcher auf. Ich mache nur eine dünne Linie, aber ich darf keine Stelle auslassen. Da klebe ich dann transparentes Plastik drauf. Ich habe es in die passende Form zugeschnitten. Jetzt drehe ich das um und prüfe, ob auch alles festsitzt. Dieses Loch lasse ich aber frei. Jetzt brauche ich ein Papprechteck. Ich trage Kleber drumherum auf und klebe da einen Streifen Pappe drauf. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Schau, da passt eine Limo-Dose rein. Jetzt ziehe ich Linien auf einem anderen Stück Pappe. Sie müssen schön gerade sein. Mit einem Messer ritze ich jetzt die Pappe ein, aber ich will sie nicht ganz durchschneiden. Ich muss nur den Linien folgen. Okay, das müsste reichen. Jetzt brauche ich einen Zirkel. Mit dem mache ich zwei Kreise. Die schneide ich auch aus. Ich trage Kleber hinten am Rand der geritzten Pappe auf und klebe da den Kreis an, indem ich die Pappe rumwickle. Jetzt kommt der Kleber aufs andere Ende und ich klebe den zweiten Kreis an. Hier passt die Limo-Dose rein. Jetzt habe ich ein großes Stück Pappe. Darauf klebe ich den Limo-Behälter. Für den nächsten Schritt brauche ich Eisstiele. Mit dem Dremel kann ich sie zuschneiden. Ich schneide nur ein kleines Stück ab, etwa so viel. Damit baue ich jetzt eine Kiste. Ich bin noch nicht fertig mit den Eisstielen. Ich klebe einen an die Kiste. Dann kommt noch etwas Kleber auf den Stiel. Darauf kommt ein Holzspieß. Jetzt habe ich einen kleinen Mechanismus. Ich mache noch einen. Das ging schnell. Ich klebe einen Teil vom Stiel an ein kleines Stück Pappe und da klebe ich den Mechanismus ran. Das ist für den Limo-Spender. Ich habe noch zwei Kreise. Ich bedecke einen mit Kleber und lege den anderen drauf. Da steche ich einen Bleistift durch. Ich nehme wieder den Dremel und schneide das Ende ab. Das kommt vorne an die Kiste. Ich prüfe, ob sich das dreht. Denn wenn es sich dreht, wird der Mechanismus ausgelöst und eine Limo kommt raus. Jetzt mache ich eine offene Box. Genau so. Die Vorderseite und Oberseite bleiben offen. Innen klebe ich ein Stück Pappe an, aber schräg. Und in die Mitte kommt ein flaches Stück. Das ist für die Pizza. Für den nächsten Part brauche ich drei Stücke Pappe. Ich mache Kleber in die Mitte und klebe da den langen Streifen ran. Ich versiegle die Kanten und schiebe das Teil durch den Schlitz. Ich klebe das andere Stück Pappe an die andere Seite. Jetzt brauche ich den anderen Mechanismus und stülpe ein Gummiband rüber. Genauso. Und der kommt hier hin. Jetzt muss der Automat nur noch dekoriert werden. Sieht gut aus. Warte, das Wichtigste fehlt ja noch. Ich muss die Snacks holen. Ich Dummerchen. Hier ist die Pizza. Die riecht fantastisch. Die kommt hier hin. Oh, die Sonne blendet total. Ich kann meinen Bildschirm gar nicht sehen. Sieht aus, als hättest du ein kleines Problemchen hier. Wer ist da? Ich kann überhaupt nichts sehen. Was ist hier los? Keine Sorge, ich habe genau die richtige Lösung für dich. Tada! Dein ganz eigener Kartonkopf. Bitte sehr. Jetzt kannst du den Schatten in der Kiste genießen. Es gibt sogar eine Aussparung für dein Handy, damit du es nicht halten musst. Das Video ist so witzig. Mein neues Lieblingsvideo. Ich kann nicht glauben, dass sie das gerade mit dem Lehrer gemacht haben. Eine erfolgreiche Arbeit. Ich wusste, dass es klappen würde, denn Pappe kann einfach alles. Ja, mehr Geld, das ich in mein Sparkästchen schmeißen kann. Ich kann es kaum erwarten, bis ich mir den neuen Welpen leisten kann. Welpe, Welpe, Welpe. Welpen sind die besten. Ich sollte mir schon mal einen Namen überlegen. Oh je, es ist total staubig in diesem Zimmer. Meine Gina! Nein! Komm zurück! Oh nein! Das wird ja immer schlimmer, wenn wir nicht runterfallen. Oh nein, das passiert! Über die Kante! Oh je, es ist kaputt gegangen. Oma, was ist mit meinem Welpensparkästchen passiert? Keine Sorge, Oma kann es reparieren. Ich brauche nur etwas Pappe. So, aber ich brauche noch ein paar davon, um mehrere Schichten zu machen. Und dann füge ich noch etwas Farbe hinzu, denn es soll ja auch schön sein. Für dieses runde Teil werde ich etwas Heißkleber brauchen. Und das Hündchen kann sich direkt draufsetzen. Als nächstes füge ich hier ein Gefäß mit einem Schlitz im Deckel hinzu. Füttere das Hündchen. Oh mein Gott, schau dir diese Münze an. Sie fällt direkt an das Glas. Ja, sie hat es mit dem Rest der Münzen nach unten geschafft. Oh, es ist so schwer, so durch die Tür zu kommen. Ja, geschafft. Oh mein Gott, Schätzchen, was ist passiert?
Oh, na ja, ich habe Fußball gespielt. Du wirst nicht glauben, wie schnell ich hinter dem Ball hergelaufen bin. Okay, und was ist dann passiert? Dann habe ich mit einem ihrer Stürmer um den Ball gekämpft. Sie war eine harte Nuss, aber ich wusste genau, was ich tat. Ich habe ihr den Ball abgenommen und ihn dann über das Spielfeld getribbelt. Und dann, naja, bin ich gestolpert. Über meine eigenen Füße bin ich hingefallen. Und dann haben wir deshalb das Spiel verloren, nur weil ich gefallen bin. Oh, ich bin echt sauer. Oh, sie tut mir echt leid. Sie liebt es, Fußball zu spielen. Ja, ich habe eine Lösung. Also, ich nehme diese Pizzaschachtel und öffne sie so. Oh, macht dir doch nichts aus, oder? Okay, jetzt, wo die Pizza aufgegessen ist, kann ich anfangen, diese Ecken zuzukleben. Super, nun brauche ich etwas grünes Papier und natürlich etwas Deko. Ich möchte, dass es wie ein echtes Fußballfeld aussieht. Und jetzt Strohhalme. Ich biege sie, schiebe sie zusammen und befestige sie dann mit etwas Kleber. Fehlt nur noch etwas Stadiondekoration, damit es lustig aussieht. Okay, dieser Strohhalm ist für dich und dieser für mich. Und pusten. Oh, ich werde dich kriegen. Du musst schon härter pusten, um mich zu schlagen. Oh, du hattest mich fast, aber ich habe eine tolle Verteidigung. Ich werde dich auf keinen Fall gewinnen lassen. Oh ja. Tor! Gewonnen! Ha. Na gut, dann wird es Zeit für eine Revanche. Und los. Niemand schaut. Das ist also meine Chance, einen Snack auszupacken. Oh, warum lässt sich diese Tüte so schwer öffnen? Komm schon, ich brauche Snacks. Oh nein, die Tüte ist kaputt. Das war's mit all meinen Hoffnungen und Träumen von einem leckeren Snack. Hey, schaut mal, kostenlose Süßigkeiten. Schnappt sie euch. Halt, das sind meine Süßigkeiten. Hört auf damit. Oh, da ist nur noch eins für mich übrig. Soll das ein Witz sein? Das ist frustrierend. Oh, alle haben ihr die Süßigkeiten geklaut. Vielleicht kann ich ihr helfen. Was zum Teufel machst du da? Psst, hey, ich habe eine Lösung für dein Süßigkeitenproblem. Schau mal, das ist mein kleines Versteck. Drück auf die Nase. Siehst du? Er ist ein Süßigkeitenspender. Ich zeig dir, wie ich ihn gemacht habe. Zuerst nehme ich ein Stückchen Pappe. Dann habe ich drei weitere hinzugefügt. Dann kam dieses Basisstück dran. Für den nächsten Teil brauchst du natürlich noch mehr Pappe, aber auch kleine Stäbchen. Wir brauchen diese Form, ein weiteres Stäbchen und zwei kleine Gummibänder. Das Ganze kommt nun in die Kiste, die wir bauen. Es sollte leicht hineinpassen. Ich schiebe es nach unten und hake das Gummiband an diesem Stäbchen hier ein. Ich benutze eine Pinzette, um es ein bisschen einfacher zu machen. Vergiss nicht, das Gummiband auch auf der anderen Seite zu befestigen. Dann drücke ich es zurück und die Süßigkeiten rutschen heraus. Jetzt decken wir alles ab und fügen ein paar kleine Rampen hinzu, die nach unten führen. Wir wollen auch die Vorderseite abdecken, damit sie hübscher aussieht. Fast geschafft. Ich habe diese Plastikhülle hinzugefügt, um die Süßigkeiten aufzubewahren. Und dann noch ein süßer kleiner Deckel, damit die Süßigkeiten nicht herausfallen. Schau, sie lässt sich sogar aufklappen, damit du bei Bedarf mehr Süßigkeiten hineinlegen kannst. Oh, schau nur, wie lecker das ist. So bunt. Schließe den Deckel und füge etwas Deko hinzu. Wow, erstens, diese Süßigkeiten sind toll. Und zweitens, dieses Schwein ist so süß. Na gut, ich gehe jetzt besser zurück an meinen Platz. Boom, boom, boom. Ich werde dieses Rennen auf jeden Fall gewinnen. Niemand kann mich aufhalten. Tschüss, Susan. Wir sehen uns nächste Woche zum Mittagessen. Meine Güte, was für ein lustiger Nachmittag. Es ist immer schön, mit Freunden zusammen zu sein. Mama hat ihre Autoschlüssel hingelegt. Nun, ich bereite jetzt besser das Abendessen vor. Was, wenn ich... Ich muss mich nur etwas näher ranschleichen. Sie kann mich hinter diesen Blumen nicht sehen. Hm, was war das für ein Geräusch? Das klang verdächtig. Hm, niemand da. Zeit, von den Blumen zu diesen größeren Farben zu wechseln. Schön auf Zehenspitzen schleichen. Geschafft! Ich hab die Autoschlüssel. Wow, echte Schlüssel. Haha, Zeit, ein echtes Auto zu fahren. Wuhu, der beste Tag ever. Oh, lass mich los. Ich bin doch nicht so schnell gefahren. Fräulein, gehören die Ihnen? Oh nein, nicht mein Baby und nicht mein Auto. Oh, ich sollte besser was anderes tun, um meine Rennsucht zu stillen. Ich habe dieses Stück Pappe und schneide ein paar Formen aus. Nun trage ich etwas Kleber auf die Oberseite auf. Etwa so. Und dann auf die Unterseite. Ich werde noch ein passendes Stück oben drauf kleben. Jetzt mache ich einfach dasselbe mit dem Kleber wie vorher. Wenn du ein drittes Stück oben drauf legst, sollte es reichen. Dieses hier hat kein Loch in der Mitte. Der nächste Schritt? Natürlich noch mehr Kleber. Und dann noch ein Stück Pappe drauflegen. Das sollten nun genug Schichten für dieses Projekt sein. Jetzt ist es an der Zeit, etwas Farbe hinzuzufügen. Denn das ist der spaßige Teil. Ich liebe Orange. Es leuchtet so schön. Und fertig. Jetzt stecke ich eine Handyhülle hinein. Ich habe sie vorher ausgemessen, damit sie perfekt passt. Jetzt haben wir noch mehr Pappteile und Kleber. Und natürlich werden wir sie für weitere Schichten zusammensetzen. Der nächste Teil ist etwas knifflig. Denn ich möchte das Teil in einem Winkel ankleben.
Und dann muss es nur noch trocknen. Sobald das der Fall ist, kann ich es bemalen. Zeit, alles zusammenzubauen. Mit dieser Batterie lässt sie sich einfach einschieben. Tada, ich habe meine eigene Lenkradhalterung für mein Handy gebaut. Boom, yeah, ich bin ganz vorne. Niemand wird mich überholen. Das ist das beste Spiel aller Zeiten. Und auch das beste Lenkrad. Boom. Wow, wie toll sie mit dem Basketball spielt. Sie ist wirklich gut im Dribbeln. Schau, sie wirft. Oh, das gibt's doch nicht. Der Ball rollte direkt zu mir rüber. Das ist meine Chance. Ich kann auch ein Basketballstar sein. Was zum Teufel macht sie mit meinem Ball? Yeah, zieh dir diese coolen Moves rein. Was zum... Oh nein, sie tut es wirklich. Ich werfe. Achtung. Ja. Das war ja nicht mal annähernd nah dran. Egal, das ist mein Ball. Das reicht jetzt also. Such dir etwas anderes. Was? Warum muss sie so gemein sein? Sie denkt, sie sei so cool, nur weil sie tatsächlich Basketball spielen kann. Hey, was ist das denn? Das kann ich gut gebrauchen. Lass mich nur dieses Stück Pappe auslegen. Ich klebe einfach eine Linie Heißkleber in das Rohr. So, und dann kann ich es an dieses flache Stück auf dem Boden drücken. Anschließend befestige ich diese kleinen Streifen in einer Art V-Form. Das andere Ende des Rohrs kommt genau in dieses Loch, das ich in die Kiste geschnitten habe. Als nächstes ein Korb. Denn ohne einen solchen kannst du nicht wirklich Basketball spielen. Diese Plastiktüte wird zum Netz. Ich muss nur die Unterseite abschneiden, damit der Ball auch durchfällt. Ah, mein Basketball ist völlig leer. Aber hey, Pappe kann auch das Problem lösen. Okay, es wird Zeit, meine Ballkünste zu üben, damit ich besser werde. Ja, mein erster Korb mit meinem neuen System. Es klappt. Noch ein Korb. Wuhu, ich bin die Beste. Party time. Tanzparty. Los geht's. Puh, echt heiß hier. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Kein Platz auf dem Sofa. Und die Beanbags sind schon belegt. Schätze, ich werde versuchen, etwas Platz für mich zu schaffen. Hey, komm schon. Was machst du denn da? Wir sitzen doch schon hier. Oh, Mist, ich bin gefallen. Da ist wohl doch kein Platz mehr für mich. Hey, was ist denn da drüben los? Oh Mist, diese Flasche ist leer. Ich schmeiß sie besser weg. Der ganze Mülleimer ist voll mit Plastikflaschen. Ich muss nur noch ein bisschen mehr graben. Ja, ich habe eine geniale Idee. Ich habe all diese Flaschen und eine Pappschachtel. Ich muss sie nur noch ordnen, damit sie alle reinpassen. Perfekt. Jetzt kann ich diese Kiste einfach schließen. Und dann klebe ich sie zu, damit sie auch geschlossen bleibt. Hey, wirfe mal bitte dieses Kissen rüber, ja? Danke, das wird perfekt funktionieren. Und dann noch ein kleiner Teppich darüber und an den Seiten. Jetzt muss ich meine Nähkünste auf die Probe stellen. Geschafft. Jetzt müssen wir nur noch diese kleinen Teppiche zusammennähen. Okay, das sollte ausreichen. Ich schneide einfach den Rest ab. Okay, das ist mein ganz eigener Sitz. Und es sieht auch noch süß aus. Es wird Zeit, dass ich wieder auf die Party komme. Ich liebe meinen kleinen Sitz so sehr. Aber ich brauche auch einen Snack. Mal sehen, möchte ich was essen oder besser was trinken? Was zum Trinken auf jeden Fall. Hey, dieser Typ hat einfach meinen Platz geklaut. Oh, danke, ich will auch einen Chip. Es ist niemand da. Zeit für etwas Spaß. Ich lege meine Hand auf ein Stück Pappe. Dann zeichne ich mit einem Stift darum herum. Ich muss nur meine Hand ruhig halten. Ich werde zwischen die Finger gehen. Das war's. Zeit für die nächste Etappe. Jetzt kann ich es herausschneiden. Ich brauche diese Pappe nicht mehr. Ich muss die Hand dekorieren. Ich werde mit den Fingernägeln beginnen. Jeder liebt eine Maniküre. So einen Nagellack hätte ich auch gerne. Dies ist die letzte. Sieht gut aus. Als nächstes kann ich Narben hinzufügen. Man muss nur Linien auf der Pappe ziehen. Wenn das runter ist, brauche ich eine Papprolle. Ich lege sie auf den unteren Teil der Hand. Aber es fehlt eine Sache. Das wird schockierend sein. Ich halte mich besser zurück. Geben wir ihm etwas Saft. Ich hoffe, das funktioniert. Ich kann es nicht glauben. Es lebt. Es ist lebendig. Ich wollte schon immer ein Haustier. Und das ist das Beste. Komm hierher. Hey. Oh, hi. Das kitzelt. Leg es dorthin, Kumpel. Wow, die unendliche Leere des Raums. Da kommt man sich wirklich klein vor. Ich hoffe, das ist keine holprige Landung. Das ist ein kleiner Schritt für Matthew. Ein riesiger Sprung von Go. Wow. Endlich kann ich den Helm abnehmen. Frische Luft. Auf geht's. Ich habe auf dich gewartet, Matthew. Autsch, Weltraummonster. Ich hau jetzt ab. Oh nein, das tust du nicht. Halte dich fern von mir. Hör auf, ich hasse Cardio. Niemals. Ich muss mich verstecken. Aber wo? Wow.
ich geh runter. Autsch, das hat wirklich wehgetan. Du bist so komisch. Oh, ich hab wohl wieder geträumt. Das gibt einen blauen Fleck. Wo ist mein Stift? Schau mich nicht an. Es muss hier irgendwo sein. Komm schon, ich brauche es. Oh, da sind sie. Ich habe mein Federmäppchen kaputt gemacht. Dieser Tag wird immer schlimmer. Oh, das ist ziemlich schick. Sieh dir all diese Fächer an. Emily lebt den Traum. Aber es bringt mich auf eine Idee. Ich brauche allerdings etwas Pappe. Zuerst muss ich sie in Form schneiden. In zwei davon habe ich auch Schlitze gemacht. Das macht es einfacher, sie miteinander zu verbinden. Dann lege ich sie auf den Kreis. Im nächsten Schritt wird es mit Pappe umwickelt. Ich habe einen Abschnitt aus einem Kreis ausgeschnitten. Wenn ich es falte, wird es zu einem Kegel. Das kann man oben drauf legen. Das sollte genügen. Das ist wie bei einer Weltraumrakete. Siehst du, wie er durch den Weltraum fliegt? Was machst du da? Hör auf, ich versuche mich zu konzentrieren. Du verpasst ein großes Abenteuer. Es sieht gut aus und ist praktisch. Meine Stifte können hier rüber. Da ist Platz für meine ganzen Schreibwaren. Es ist perfekt. Sieh es dir an, Emily. Wahnsinn, das ist erstaunlich. Ja, man könnte sagen, es ist nicht von dieser Welt. Also, ist das der Englischunterricht? Wo war ich? Ich kann nicht aufhören, ihn anzustarren. Schokolade, sie schmeckt so gut. Ich will mehr davon. Danke, Herr Einhorn. Ich bin stolz auf meinen Schnurrbart. Hä? Was? Was ist hier los? Woher kommen all diese Bonbonpapiere? Habe ich wieder im Schlaf gegessen? Aua, nicht das Gesicht. Warte. Emily? Geht es dir gut, Süße? Igitt, oh, ich hätte es wissen müssen. Du kannst nicht so viel Schokolade essen. Wirklich? Versuch mich aufzuhalten. Was soll das bringen? Ich räume hier wohl besser auf. Meine Arbeit ist nie getan. Wie kann sie so viel essen? Sie ist noch so klein. Oh, das ist besser. Ich habe gute Arbeit geleistet. Jetzt kann ich mich entspannen. Au. Hör auf, Emily. Kann nicht reden. Esse. Du hast ein Problem. Mein sauberer Teppich. Warum muss das Universum mit meinen Gefühlen spielen? Warte, ich weiß, was zu tun ist. Ich habe ein kleines Quadrat aus Pappe. Ich klebe zwei Streifen darauf und eine weitere schräg anbringen. Ich habe eine offene Schachtel angefertigt, in die er hineinpasst. Ich habe ein Loch in ein anderes Quadrat aus Pappe geschnitten, das groß genug ist, damit die Süßigkeiten hindurchfallen können. Diese Holzstangen können auf beide Seiten angebracht werden. Eine weitere Stange kann durch dieses Stück gleiten. Ich schlinge Gummibänder um jedes Ende. Das kann in die Box kommen. Ich muss die Gummibänder festziehen. Ich ziehe sie über die Holzstangen. Eine Pinzette ist das ideale Werkzeug für diese Aufgabe. Dann kann ein weiteres Quadrat aus Pappe draufgelegt werden. Ich muss die Teile schräg anordnen. Sie alle müssen sich dem Loch stellen. Endlich kann ich die Box schließen. Ich lege einen Plastikwürfel darauf und setze dann einen Deckel auf. Jetzt kann ich sie mit Süßigkeiten füllen. Das sieht gut aus. Ich bin noch nicht fertig. Ich muss es noch dekorieren. Ich gebe ihm ein paar Augen und eine süße kleine Nase. Drücke auf die Nase und du bekommst Süßigkeiten. Ich verdiene eine Belohnung. Oh, Emily. Zäh. Ich habe nichts getan. Ich habe einen Kaugummiautomaten für dich gebaut. Wahnsinn, er ist erstaunlich. Was passiert, wenn ich dies drücke? Das gibt's nicht. Bonbons. Danke, Dad. Du bist der Beste. Nur zu, nimm dir welche. Ich kann verstehen, warum es dir gefällt. Drücke meine Nase. Komm schon. Okay. Überraschung. Ah, ist das nicht süß? Ich liebe dich auch, mein Schatz. Okay, ich verpasse wertvolle Zeit mit Süßigkeiten. Komm zu mir. Weißt du, du kannst das hier haben. Kunstschuss.